Wenn wir irgendwie ein lauschiges Plätzchen suchen. Ja, vielleicht komme ich da irgendwie so hin. Ich hatte gestern eine relativ gute Posi gehabt, wo ich mich halt so schön seitlich hinstellen konnte und die Abpraller ohne Ende hatten. Das war total klasse. Also stand ich frontal halt an der Häuserwand und bin halt nur ein Stück zurückgefahren, so habe mich ein bisschen schräg gestellt. Auf geht's! Vollkommen allein an der Ecke. Oh, der liegt hinter uns. Mit 2 kV. Ja, ich komm mal zu dir. Und aufpassen, die Hummel, die hat mich, oder auf jeden Fall hat mich eine Arti eben im Visier gehabt. Oh, jetzt lass uns den wegdrücken da hinten. Irgendwas hat doch von weitem geschossen. Ja, das ist die Hummel da hinten. Die müsste hinten beim Bunker stehen, glaube ich. Oder Grille oder was das da ist. Arti, allgemein Begriff. Wir sollten, glaube ich, dem Typen da hinten mal helfen, der da gegen den Blackton zum Gange ist. Kann schon mit dem Helm schießen. Irgendeine Kette ist ab. Oh, meine. Fahr mal in die Mitte und helf der IS hier vorne. Geh mal zu der anderen Black. Okay, die eine IS ist weg. Artis kriegen ja eh nicht. Nee, boah, ich hab jetzt Schwein gehabt. Eine Arti ist an mir abgeprallt. Oh ja, mit 14, mit 41 Struktur solltest du dich vielleicht irgendwo hinterstellen.
Der Ochse ist mir mal ist mir ein Schuss reingefahren. Die Arti ist irgendwo im Norden. Vor allem, wie sie alle irgendwie mit 100 Panzern da hinten rumfahren. Das ist ja nicht da und die ganzen in die Ecke gefahren, der eine. Der war im Norden, unten da wurde doch zusammengeschossen. Ja. War im Norden. Schmeiß mich weg. Oh, nicht getroffen. Ich auch nicht. Das hat ja wirklich keiner getroffen. Jetzt platzt er. Ach du Scheiße, nur weil der Typ zu blöd ist, seinen Panzer zu löschen. Scheiße. Wollen wir irgendwo versuchen, die ein bisschen zurückzudrücken oder was wollen wir machen? Nur welche Chance haben. Ja, weiß nicht, links, rechts? Links, ja. Stehen ja beide schon hier. Ja, ich bin eh so langsam. Also von 0 auf Maximalspeed beschleunigt die Karre ja echt schnell. Problem ist, dass bei 20 Sachen der Arsch ab ist. Hm. Auf zu meckern. Das ist ja, meinst du, die Briten wollen ihren Tee nicht verschütten? Ja, das ist aber wirklich so. Ich weiß nicht, wann haben die Briten Tea Time? 17 Uhr? Glaube, ja. Kannst ja Asterix und Obelix nochmal angucken. In Britannien. Und dann bleibt dein Panzer denn stehen, wenn du um die Zeit spielst. Ja, genau. Volltreffer. Hätte wieder funktionstüchtig. Los geht's. T50 kommt rüber gesaust. Ja, yeah, ich saus ihm mal entgegen. Fahr nicht so weit, da vorne war noch was. Scheiße, du hast nicht verdient. PVK, T29 da hinten. Der T50-2 wartet nur. Da links auf dem Hügel steht auch noch was.
zerstört, wir sitzen fest. Der Gang lädt durch. Kette repariert, weiter geht's. Nicht so viele Abpraller sind, ich packe sie Gold aus. Naja, das ging eben schon die ganze Zeit. Also bing bong, bing bong. Der T-52 ging mir auf den Nerven. Ja, der geht mir auch voll auf den Sack gerade. Ja, der, ich glaube, der... Jo, der M10, der schießt auf jeden Fall mit Gold, weil da kommt gerade die ganze gerade Zeit alles durch auf die Entfernung. Der hat frontal eigentlich nicht so eine Durchschlagskraft. Ja, die müsste mal aufgedeckt gehen, permanent dort. VK steht aber auch oben bei uns hier. Ich kann aber nicht hoch, weil da drin sind T29. Und pass auf, der VK, der schießt jetzt auf dich. Der steht direkt bei uns. Ich kann ihn mal aufdecken, vielleicht kann ich schnell wegbügeln. T29 ist offen, schön unten auf der Wanne. Der ging voll durch ihre Panzerung. Was schießt dann doch so scheiße schnell? Was, ja, das kann mehrere? Der Churchill sein da hinten. Zack, schon wieder schön durchschießen. Oh, ich habe den T29 doch noch mit zwei Blindshots getroffen, das ist ja geil. Ich glaube, ich halte mich jetzt mal raus. Oh ja, du hast ja wirklich nicht mehr Fälle. Wer hat denn dir die ganze Zeit eingeschenkt da hinten? Ich habe keine Ahnung. Bin alle auf den Hügel da oben geschossen. Ja, der Ochs ist erstmal weg. Pass auf den Churchill auf da oben. Der fackelt der T20, das ist auch schön. Springt da die scheiß Maus da mal. Schön. Der ist auch weg. Oh, das war's ja sogar. Schön, schön. Ja, war eine schöne, schöne Schießerei. Ich will mal wissen, wie viel Abpraller ich habe. Oh, 20. Auf jeden Fall 20 Treffer abgekriegt. Und der Potenzialausschaden, kannst du auch gucken jetzt. 3695. Und da habe ich 100 mehr. Ja, deswegen hast du ja auch Stahlband. Ja. Na gut, ich hatte nur 12 Treffer und 1875.